Aus Frankreich, die Startnummer 10, David Seda mit... Und meine Damen und Herren, in diesem Moment ist es soweit. Der Startwagen hat sich in Bewegung gesetzt und nimmt die 10 Matadoren hinter den ausgebreiteten Flügeln auf. Es treten an im Matadorenrennen 1999 mit der 1 Gigaro und Gerhard Biendl, die 2 Shellcracker mit Peter Strupa, die 3 Blue Lade und Josef Verbeek, mit der 4 Jules Victory und Steen Juhl, die 5 General November mit Thomas Panschow, Nummer 6 Newgate Lindsay und Heinz Wevering, die 7 Somoli Silvio mit Peter Untersteiner, Startnummer 8 Piekönig mit Michael Hünemann, die 9 Joker Mauritz Henning Radchen und die 10 David Zeder mit Anders Lindquist und noch 100 Meter bis zum Start. Und das Matadorenrennen 1999 ist gestartet. Kampf um die Führung. Und hier hat Newgard Lindsay die Nase vorn. An der Innenkante folgt Shell Cracker. Außen sieht man Somoli Silvio. Und Newgard Lindsay kommt mit der Führung in den ersten Bogen. Im Eduard-Winter-Bogen Newgard Lindsay mit 1-2 Längen an der Spitze vor Somoli Silvio. Innen folgt dann Shell Cracker in der 4. Position. Blue Lade. 1-0-8-0 ist die erste Zwischenzeit. Newgate Lindsay an der Spitze mit einer Länge vor Somoli Silvio. Innen dann Shellcracker mit Blue Lade in zweiter Spur. Gigaro folgt an der Innenkante und auf Position 5 Joker Mauritz. Dahinter sieht man Jills Victory. Von den Tribünen alles dicht beisammen. An der Spitze unverändert Newgate Lindsay und auf Position 2 Somoli Silvio. Innen dann Shellcracker. Shellcracker ist dritter. Vierter Platz für Blue Lade. Dahinter Gigaro und Joker Mauritz vor Jills Victory und Piekönig. Am Schluss General November und David Zeder. 14.5 ist die zweite Zwischenzeit. Es geht in den Parkplatzbogen. Keine Verschiebungen im Feld, alles in Zweier reingeordnet. Newgard Lindsay ist vorn, mit einer Länge vor Somoli Silvio. Innen Shellcracker, außen Blue Lade, dann folgt an der Innenkante Gigaro. Sechstes Pferd, Joker Mauritz vor Peak König, außen geht Jills Victory und am Schluss David Zeder gemeinsam mit General November. So kommen die Pferde auf die Gegenseite. Knappe Führung für Newgard Lindsay. Außen Somoli Silvio auf Platz 3, Shellcracker gemeinsam mit Blue Lade, dahinter Gigaro und Joker Mauritz. 1.14.3 ist die Zwischenzeit. Unverändert die Reihenfolge gegenüber. Jills Victory wird jetzt im hinteren Feld nach außen genommen, ihm folgt General November. An der Spitze aber weiterhin Newgard Lindsay mit einer Länge vor Somoli Silvio. An der Innenkante Shellcracker. Außen Blue Lade in dritter Spur kommt Jills Victory auf dem Vormarsch. Auch General November kommt jetzt besser ins Bild. An der Spitze knapp Newgate Lindsay vor Somoli Silvio. Innen Shellcracker in dritter Spur ist Jills Victory dabei. 1.11.0 ist die Zwischenzeit und es geht auf die Zielgerade. Newgate Lindsay attackiert von Somoli Silvio ganz außen. Jills Victory innen so Shellcracker die Lücke in der Distanz. Newgate Lindsay im Vorteil vor Somoli Silvio. Ganz außen kommt aber General November. Und der rückt auf, General November außen und innen Newgard Lindsay, General November, er geht noch vorbei. General November in Berlin, unbezwungen auf Platz 2, Newgard Lindsay und der dritte Platz, der ist noch hart umkämpft gewesen. Sieger, meine Damen und Herren, im Matadorenrennen 1999 auf dem letzten... Reitervereins Lichtenrade, der uns diese Pferde heute freundlicherweise zur Verfügung gestellt hat. Der Reiterverein feiert übrigens demnächst sein 75-jähriges Jubiläum. Ja, meine Damen und Herren. Ja, meine Damen und Herren, ich denke, wir haben ihm nicht zu viel versprochen. Ein Rennen von solcher Klasse, dass erst auf den letzten Metern entschieden wird. Thomas Panschow hat es ja ganz spannend gemacht. Und der Rennrekord um ganze 1,3 Sekunden verbessert, meine Damen und Herren. Das sind Welten. Das sind Welten, die heute überwunden werden. General November. Thomas Panschow, Deutschlands Catch Driver Nummer 1. Gestern hat er in München erst das German Masters gewonnen. Heute hier das Matadorenrennen. An seiner Seite jetzt der Trainer Vexi Kivioja, der ja alle Pferde für den Championstall November trainiert. Und da ist er, meine Damen und Herren, der Derby-Sieger 1996, Matadoren-Sieger 99, ungeschlagen in Berlin, General
November. Glückwunsch jetzt von Horst Sandfors vom Vorstand des Trabrennvereins Mariendorf. Was denn? Ja, meine Damen und Herren, und jetzt diese Riesenpokale, die werden von den Sponsoren überreicht. Im Moment ist es Kurt Nordgren von der NCC SIAP Deutschland. Und der zweite Pokal wird überreicht von Egon Banghardt von der Unternehmensgruppe Prinz zu Hohenlohe und Banghardt. Und ein weiterer Pokal, zwei weitere, meine Damen und Herren. Bei einem solchen Rennen, bei einem solchen Erfolg gibt es Pokale, die schönsten der Welt, Amas. Und die weiteren Pokale sind von Lothar Pfeiffer und seiner Gattin. Er ist Mitglied der Geschäftsleitung der NCC SIAP Immobilien GmbH. Ich sehe gerade, Wexi Kivio ja telefoniert, ich nehme an, mit dem Besitzer Michael Schröer. Der Stall ist November, er wird riesig erfreut sein. Und ich denke, meine Damen und Herren, heute hat General November erneut bewiesen, dass er absolut zur europäischen Spitzenklasse zu zählen ist. Ich hole mir natürlich von Thomas Pancho noch ein Statement zum Rennen, das ist ganz klar. Aber wir warten ein bisschen, bis die Fotografen und Kameraleute ihre Bilder geschossen haben. 12-1, meine Damen und Herren. Ich denke, dieser Rekord, der wird lange, lange Bestand haben. Mit 12-1 ist ja General November nur eine zehnte Sekunde über seinem Rekord von 12-0 geblieben. Ja, meine Damen und Herren, Applaus jetzt auch natürlich für Wexi Kivioja und für Thomas Pancho. Vielleicht das kommende Gespann. Thomas Pancho ist ja erst seit kurzem für den Champion Stall November tätig. Thomas Pancho, herzlichen Glückwunsch erstmal. Sie haben ja Ihren Vorschusslorbeeren alle Ehre gemacht. Gestern Sieger im German Masters. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich noch ein Stück mehr wert. Für den Championatstall November sind Sie ja erst seit kurzem tätig. Aber ich denke, Sie haben auch Riesennerven bewiesen. Ganz bis zum Schluss gewartet und dann noch vorbeigegangen. Ja, das ist richtig. Und im Vorfeld hatte ich mir das so ausgerechnet, dass ich ihn so fahren muss. Weil wenn er top ist, dann hat er diese Klasse, dann muss es auch reichen für 300 Meter. Und er ließ sich gut fahren. Und ich hatte Angst gehabt, wenn ich ihn zu früh einsetze, dass er dann ein bisschen hektisch wird. Und dann ist er natürlich ein bisschen schneller. Diese Klasse hat er ja bewiesen. Haben Sie vorher mit Wexi Kivio ja gesprochen, haben gesagt, sie macht das mal am besten so? Ja, das ist richtig. Wir haben lange hin und her überlegt, bis wir dann doch zu dem Entschluss gekommen sind, am Start gar nicht zu riskieren. Und er hat es uns dankbar erwiesen und so lief alles optimal. Wird das eine neue Ehe zwischen dem Stall November und der Deutschlands Catch Driver Nummer 1, Thomas Pancho? Das möchte ich jetzt hier noch nicht zu sagen, weil es ist alles offen und ich fahre nach wie vor für jeden und von daher ist es noch ein bisschen zu früh. Aber so ein Kracher wie General November zu fahren, das macht richtig Spaß. Ich denke mal, das ist eine Ehre für jeden, so ein Pferd zu fahren. Und von daher ist es natürlich noch schöner, dann zu gewinnen. Und das ist was Besonderes. Meine Damen und Herren, nochmal herzlicher Glückwunsch. Applaus für Thomas Pancho, für Wexi Kivioja, den Trainer von General November und insgesamt für den Stall November. Ich glaube, er hat uns ein Riesenrennen beschert und weiter bleibt General November in Berlin unbezwungen. Ja, meine Damen und Herren, wir hatten uns vorgenommen, wie es sich für ein internationales Rennen gehört, die Nationalhymne des Besitzers, des Siegers zu spielen. Wir lauschen also in Kürze der deutschen Nationalhymne für den Besitzer des Stalles November, Michael Schröer aus Westdeutschland.
Quote für das 10. Rennen. Sieg 41, die Plätze 16, 17, 22. Kleiner Einlauf 126 und die Dreierwette zahlt 765. Sie sind auch beim 11. Rennen einer der Pokalübergeber. Ich nicht. Sie nicht. Ich teile nur mit. Meine Damen und Herren, ich frage mal ganz kurz, er hat natürlich eben mit dem überglücklichen Michael Schröer, dem Besitzer, gesprochen. Thomas Pancho, was hat er denn gesagt? Wie hat er reagiert? Ja, er hat sich natürlich gefreut, weil im Vorfeld waren die Chancen, die waren zwar da, aber sie waren natürlich nicht so, dass man sagen kann, er kann nicht verlieren. Und von daher war die Freude jetzt natürlich überaus groß. Und das Team hat gute Arbeit bewiesen. Das kann man wohl sagen, meine Damen und Herren. Ich denke jetzt nochmal, jetzt geht's auf die Parade und wir verabschieden Thomas Pancho und General November mit einem donnernden Applaus. Es hat viel Spaß gemacht. Danke. But committed no crime and bad mistake.